Gummo! Und damit herzlich willkommen. Oh Gott, ist das hell! Herzlich willkommen zum KCC-Kampf. Ich mache in der Zeit mal ein bisschen dunkler hier. By the way. willkommen zum KCC-Kampf. Spieltag, keine Ahnung. Drei? Nee, zwei. Ist ja Spieltag 2, lol. Willkommen zu Spieltag 2 der KCC. Der Kasia Captain Cup Championship. Er hat mir letztens geschrieben, was es bedeutet. Ich habe schon wieder vergessen. Wir spielen heute gegen Witch King. A.K.A. Witch King. Keine Ahnung, Hexenkönig habe ich ihn hier genannt. Weil ich lustig bin. Sein Team ist Polti Party. Sein Captain ist Mordipot, also Poltigeist. Dementsprechend, ganz witzig. Ich stelle euch aber einmal sein Team vor. Dieses ist jetzt eingeblendet. In diesem befindet sich Megalob, Pani und Libalo im S-Tier. Oh Gott, Entschuldigung. Cleaver und Lamus im A-Tier. Nachtara, Mordipot als Captain und Knallertox, also Rrrrrrrrrrrm. Im B-Tier. Oh Gott. Wieso muss ich immer, wenn ich anfange aufzunehmen, aufstoßen? Im C-Tier haben wir Mopex und Voltrian und im D-Tier haben wir Farbigel und Santa Condor. Ich habe heute Schönes dabei. Orga mit Choice Bags einfach reinböllern, weil da ist kein Fairy-Type, kann ich einfach Draco spammen. Außer Umbreon, aber Umbreon juckt mich jetzt auf den ersten Moment erstmal weniger. Dann haben wir Prinz John, unser Miaus Karada mit Protein, Knockoff, Flower Trick, U-Turn, Fullplay. Wir gehen hier, by the way, Modest, weil wir verrückt sind. das ist schneller als Mordipot auf plus 2. Könnt danach mit Knockoff oder Fullplay prinzipiell killen. Dann haben wir M-Bison mit unser Powermod mit Life Orb, Bulk Up, Mach Punch, Double Shock und Ice Punch. Soll primär halt böllern, lol. Dann haben wir Venomoth mit Tinted Lens, Quiver Dance, Bug Buzz, HP Ground und Roost. Die HP Ground brauchen wir nur wegen The River Room, damit wir dem überhaupt irgendwie bieten können. Dann haben wir Fist Death, Mecha Godzilla, unser Mega Aggron mit Filter, Stealthrocks, Heavy Slam, EQ und Raw. So ein bisschen Nerven und ein Flawless mit Wish, Leftovers mit Moonblast, Wish, Protect, Defog. Guck nochmal schnell wegen Item Claws. Wir haben Choice Bags, Choice Scarf, Life Orb, Heavy Duty Boots, Aggronite und Leftovers. Das passt. Und ich trinke jetzt nochmal schnell ein Schlückchen. Ich mache mir jetzt nämlich ganz entspannten energetischen auf. By the way, kurz bevor die Aufnahme beginnt, ist mein Pokal für die CPM angekommen. Der steht jetzt irgendwo im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Wahrscheinlich nicht, weil es jetzt dunkel ist, aber er ist auf jeden Fall da. Und ich freue mich sehr. Ja. So, Kalk habe ich alles drin. Ich hatte auch nichts mehr geändert. Also nehmen wir die Challenge an. So. Wir sehen Megalopunny und Cinderace. Wir sehen Cleavor tatsächlich. Wir sehen Slowbro. Wir sehen Umbreon und wir sehen Mordipot. Kein Knattertox, kein Mopex, kein Voltran, kein Fabio und kein Sanaconda. What the fuck? Wait. Gewinnt Pawmord nicht an der Stelle einfach? Also, no fucking shit. So, gewinnt Pawmord nicht einfach? Hä? Ja, lol, ey. Ich tendiere dazu, einfach mit Aggron zu leaden. Weil ich damit halt gar nichts verliere. Ich könnte auch mit Walking Wake leaden. Ich glaube, Aggron ist fein. Ja, ich glaube, Aggron ist fein. Hoppla. Selbst wenn Lopunny oder Cinderace leadet, ist das vollkommen egal. Die machen wir, glaube ich, maximal 30% oder so. Ja, Pyroball machen wir 30 bis 36 und Lopunny, Mega. Close Combat. Ja gut, der macht schon ein bisschen mehr, aber two-hittet mich halt auch nicht. Hoppla. Ja, das passt. Das passt. In jedem Fall bekomme ich Rocks raus, in jedem Fall bekomme ich... Kann ich danach Stuff machen. Ich würde aber nochmal bei Cinderace gucken, wenn der High Jump Kick spielt. Was ja prinzipiell ein Ding sein kann. High Jump Kick. Wie viel macht der dann? 33 bis 39. Wow. Das ist ja fast Damage. So, ich selber bekomme die Rocks wieder weg. Sollte er irgendwie Chord Change oder so spielen. Das wäre auf jeden Fall fein. Und ja.
Er selber kann auch die Rocks legen mit Cleavor. Cleavor könnte auch ein Lead sein, prinzipiell. So ein Choice Scarf Cleavor oder so. Wie viel mache ich denn mit Pawmord? Sagen wir mal plus 1. Gegen Cleavor. War nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Aber auch jetzt nicht nichts. So, das passt schon. Okay, Witch King hat geschrieben, er ist wieder da. Das heißt, ich werde jetzt auch anfangen, weiter zu quatschen. Ja, auf jeden Fall geiles Matchup eigentlich. Achso, ja, wir wünschen YouTube. Okay, eigentlich ganz cool. Da sollte nicht allzu viel schief gehen können. Und es kommt Cleavor. Das ist ja perfekter Lead. Der macht mir auch gar nichts. Das heißt, wir drücken die Mega Evolution und drücken einfach mal auf ganz entspannte Ehrenbruder-Basis die Stealth Rocks. Kommt eine Stone Axe. Die juckt mich herzlich wenig erstmal. Hier hast du selber. Ich drück Raw. Hallo Slowbro. Hallo. Tschüss Slowbro. Schön, Polygeist. Hallo Polygeist. Tschüss Polygeist. Shadow Ball. Oh Gott, ist das Ding Specs? Slowbro. Ja, ist erstmal okay. Jetzt will ich aber nachkalken, was war das denn für ein Damage? Mega Aggron gegen Poltergeist. Nicht Poltergeist. Okay, das ist Modest Damage. Das ist einfach Modest Damage. Holy shit. Das ist kein schlechter Damage. Absolut nicht. Na gut, der hat auch immer noch 134 Special Attack, das darf ich nicht vergessen. So, aber es ist ein bisschen Chip auf allem. Und ich krieg den Prinzip hier auch nochmal hochgeheilt. So. Ich tendiere dazu, in Miauska Raider zu gehen. Oder in Walking Wake. Und in Miauska Raider einmal U-Turn drücken. Was will Slowbro mir machen? Hallo, Scald. Bitte kein Burn. Danke. Und wir drücken einmal die fruchtige U-Turn. Fruchtige U-Turn. Was? Okay, der hat kein Dings. Kein... Uiuiui. Will ich doch mal nachgucken, ob ich jetzt mit Pawmord mir prinzipiell versuchen kann, hier einen schicken Kill zu claimen. Pawmord gegen Cleavor. Machtpunch macht 38 Min, wenn er non-invested ist. Miauska Raider hat mit der U-Turn 43 gemacht, der ist non-invested. Und das heißt, Pawmord kriegt hier eigentlich mit einem Machtpunch einen Kill. Und wir drücken einmal Machtpunch. Pawmord Kill, nice. Ein bisschen Life-Op-Damage, ist aber nicht schlimm. Ditte passt alles. Ditte passt alles. Low Pony kann, glaube ich, nicht in mich reinkommen, ne? Nee, nicht wirklich. Mach 80 bis 94, ne? Ich glaube, das switcht sich doch nochmal sicherheitshalber raus. Das lohnt sich gerade nicht. Der sollte mich mit einer Return sehr wahrscheinlich killen, ne? Nee, tut er nicht. Aber das ist nicht invested. Okay. Aber ich denke, wir können einfach easy in Flawless gehen. Hallo, ich bin Flawless. Fake Out. Ja, ist okay. Fake Out ist fine. Wir drücken einmal Wish. Wir drücken einmal einen Wish. Da kommt Poltergeist. Und da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt einfach attackt. Das heißt, ich gehe in meinen Miauska Raider. Entweder drückt er Shell Smash oder Dings und das ist mir alles egal. Dark Pulse. Das ist halt Best Case. So, Miauska Raider, dem geht's wieder gut. Und Miauska Raider gegen Poltergeist. Kann prinzipiell einmal Knockoff drücken, ne? Sollte ich nicht allzu viel mit verlieren. Selbst eine U-Turn wäre fein, aber ich drücke einmal Knock. Ja, Ambion. Ja, okay.
Ist aber fein. Umbreon ist komplett fein. Weil das erlaubt uns eigentlich wieder in Florges zu gehen. Und prinzipiell vielleicht nochmal zu wischen und vielleicht Aggron hochzubekommen. Thunderwave. Ist erstmal okay. Das ist erstmal okay. Wir drücken Wish. Warum mache ich da Dark Pulse? Dark Pulse macht ja auf gar keinen Mon irgendwie Sinn. Okay, aber der spielt Yellow Magic. Das ist nicht nett. Da kommt Poltergeist wieder. Ja, ist halt nur ein Poltergeist. Und ich krieg da eigentlich immer meinen Meowth Karada rein. Hallo, ich bin Meowth Karada. Vom Shadow Ball. Ja, der juckt mich halt immer noch nicht. Auch das Special Death Drop juckt mich nicht. Und ich drück jetzt nämlich U-Turn. Oder macht Flower Trick genug? Ja, Flower Trick sollte genug machen. So, ich drück Flower Trick. Kommt Umbreon. Der kriegt halt jetzt Rocks Damage. Kriegt Flower Trick ins Gesicht. Das ist immer ein Crit. Und ich drück nochmal Flower Trick. Was spricht dagegen? Boots. Ich habe das Gefühl, dass Cinder Ace hat keine Boots. Okay, hat es tatsächlich. Na gut. Das heißt, wir saven uns den Kollegen aber nochmal. Gehen eigentlich prinzipiell einfach in Walking Wake. Oder? Walking Wake. Gegen Cinder Ace. Ja, der macht mir nicht viel. Ich kann auch prinzipiell versuchen, in Aggron zu gehen. Ich glaube, ich gehe in Aggron und werfe den potenziell ab. Ja, ist okay. Das ist nämlich nur eine U-Turn. Okay, da kommt Bro. Und ich bin ehrlich, ich will, dass Bro mich killt, damit ich Kill mit Powermod kriege. Drück deswegen Raw und Future Sight. Na gut. Da kommt Lopunny. Lopunny kriegt Chip. Das ist wichtig. Ich drück Raw. Das ist okay. So, und jetzt... Warte, Future Sight, Future Sight. Und jetzt kommt der Future Sight nämlich auch raus. Genau. Oh, das ist wichtig. Das ist sau important. So, Future Sight did not hit because the target is fainted. Das heißt, ich gehe jetzt in meinen Powermod-Kollegen, drücke einmal einen ganz entspannten Mach-Punch. Da kommt Bro rein. Aber Bro juckt mich doch eigentlich nicht. Okay, mit Rocky Helmet juckt er mich schon ein bisschen. Wie schlimm ist das? Beziehungsweise kill ich Bro nicht einfach. Powermod. Gegen Slowbro. Ja, Double Shock killt immer. Bam! Ja, ich krieg jetzt nochmal dick Chip Damage. Aua, 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 aua. Aber hab halt immer noch ein Mach Punch in the back. Da kommt Low Punny. Wie viel macht der Fake Out von Low Punny? Low Punny Mega Fake Out. 252. Ja, okay, killt mich. Das heißt, ich gehe in meinen Venomoth wahrscheinlich. Oder in Meowth Karada. Meowth Karada nimmt den Fake Out ziemlich gut. Und bin danach schneller und kann Stuff drücken oder so. Oder ich gehe in Venomoth. Ich glaube, Venomoth ist auch fein. Ja, das passt. So. Wir könnten jetzt Quiver dancen. Oder roosten. Drück einmal Quiver. Das ist fein. This is absolutely fine. Scheiße, ich kann auch eigentlich wieder in Powermod gehen. Krieg halt noch zwei Moves raus. Drück Machpunch. Da kommt Poltergeist. Aber Poltergeist ist langsamer als ich. Das heißt, ich kann auch eigentlich wieder einfach einen Double Shock drücken, außer der ist Scarf. Aber dann sehe ich das ja jetzt. Und Scarf sehe ich auch gar nicht eigentlich als Set. Genau.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, und den kriege ich sogar noch einmal rein. Das ist doch ganz nett. Das ist doch ganz nett. Okay, der kommt aber rein. Da gehe ich doch einfach immer in Walking Wake. Da gehe ich doch eigentlich immer in Walking Wake. Oder? Warte mal. Ich geh in Walking Wake. Pick Attack. Ah. Das soll es also sein. Naja. Wir trotzdem auch mal nachsauen. Wir sind nämlich jetzt draußen in Walking Wake gegen Cinderace. Der ist Typ Normal und Dragon Pulse. Warte, der hat keinen Fire-Type mehr. Der ist jetzt ein Normal-Type. Ja, machen wir so. Und ja, gut, ich kann prinzipiell einmal Draco drücken, ne? Verliere damit halt gar nichts. Guess, ja. Ich kann noch eine Quick Attack, ist vollkommen okay. Und damit ist Cinderace raus. Und ich werde jetzt noch irgendwas sacken müssen, sehr wahrscheinlich. Und das wird sehr wahrscheinlich einfach mein Flawless sein. Beziehungsweise ich bleibe auf Walking Wake einfach. Ja, das passt. So, und der hat nämlich auch kein Dings mehr. Das heißt, ich drücke gegen Pawmod. Nehme nur ein 2-0 mit. Ja. Aber ich nehme die Punkte mit. Ich nehme die Punkte mit. GG. GG. Okay, das lief doch eigentlich ganz gut. Also ja, ich habe jetzt nur 2-0 gewonnen. Aber ich habe dick Punkte gemacht. Weil ich habe, glaube ich, 4 Kills oder 5 Kills sogar mit Pawmod gemacht. Der ist durch Pawmod gestorben, der ist durch Pawmod gestorben. Der ist durch Pawmod gestorben. Der ist durch Pawmod gestorben. 5 Kills mit Pawmod. Nice. Nice, 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 nice. Wundervoll. Damit, ja, das war der KCC-Kampf. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne positive Bewertungen da, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, rein, schauen wir uns auf das nächste Video. Goodbye.